Hallo ihr Sepplinge da draußen, herzlich willkommen zu einem neuen Free-to-Play angezockt. Letzte Woche hat sich Fabia zusammen mit euch das Spiel Hounds angeschaut. Diese Woche gucken wir uns im Rahmen eines kleinen Werbevideos Echo of Soul an. Wenn ihr mit mir zusammenspielen wollt, könnt ihr euch das Spiel über den Link in der Beschreibung kostenlos runterladen. Wir haben noch ein paar Plätze in der Gilde frei, also wenn ihr schnell seid, könnt ihr auch da gerne rein. Aber jetzt würde ich sagen, verlieren wir keine weitere Zeit mehr und ich stelle euch erstmal die Klassen vor. Und zwar habt ihr in Echo of Soul, kurz EOS, die Möglichkeit zwischen 5 verschiedenen Klassen auszuwählen, die sich nochmal auf jeweils 2 verschiedene Spezialisierungen konzentrieren. Ich mache mal den Anfang hier mit dem Krieger, den könnt ihr als Berserker spielen, also als Schadensausteiler an vorderster Front und als Beschützer, wo es eure Aufgabe ist, die Gegner von euren Freunden fernzuhalten. Als Schurke habt ihr die Möglichkeit, entweder als Duellant flink zwischen euren Gegnern hin und her zu springen oder als Assassin Schaden über Zeit zu verursachen. Der Hüter kann sich ebenfalls auf eine Schadensklasse und auf eine Tankklasse, also so ähnlich wie beim Krieger der Beschützer, aufteilen. Das sind einmal die Sturmruferin als Schadensklasse und die Erdruferin als Tankklasse. Als kleine putzige Magierin spielt ihr entweder mit dem Feuer und skillt auf Pyromantin oder ihr frostet lieber alles als Kyromantin. Und zu guter Letzt noch die Waldläuferin, die ihr als Schützin, als Schadensausteilerin spielen könnt oder als Barde. Als Barde ist es eure Aufgabe, eure Gruppenmitglieder mit unterstützenden und verstärkenden Buffs zu helfen. Ich möchte die Waldläuferin spielen und werde euch jetzt mal die Möglichkeiten im Erstellmodus im Schnelldurchlauf zeigen. Die Questphase beginnt dann erstmal ganz einsteigerfreundlich mit ein paar kleinen Quests, wo ihr Gegner bekämpfen müsst und euch in eure Klasse reinfinden könnt. Die maximale Levelstufe liegt übrigens momentan bei Level 60. Ihr habt also erstmal einiges zu tun, bis ihr euren Charakter ausgelevelt habt. Seid ihr erstmal durch die Anfangsquests durch, gilt es dann auch schon, die Stadt Memoa von den Goblins zu befreien, von denen sie belagert wird. Sobald ihr Memoa aus den Fängen der Goblins befreit habt, wartet auch schon die erste ganz besondere Questbelohnung auf euch. Denn ihr habt euch eure Reitlizenz verdient und damit auch eins dieser 4 Lamarus, die ihr da seht. Neben den Lamarus bekommt ihr auch noch Mounts, wie zum Beispiel diesen Hund oder, wie ihr hier sehen könnt, ein Pferd. Der Hund und das Pferd sind momentan allerdings nur temporär zu bekommen. Auch Haustiere dürfen natürlich nicht fehlen, so bekommt ihr zum Beispiel für die Dauer von 7 Tagen diesen kleinen Ameisenbären geschenkt.
Besonders angetan haben es mir auch die lustigen Emotes in EOS, wie zum Beispiel diese vier hier. Kommen wir nun auch schon zu den Gilden und den Rewards. Die Gilden funktionieren ähnlich wie in vielen anderen MMOs auch. Platz haben sie momentan für 20 Mitglieder. Ihr habt die Möglichkeit, über die Quests, die ihr macht, automatisch zusammen mit euren Gildenfreunden eure Gilde ebenfalls zu leveln, was euch dann auf weiteren Gildenleveln Boni wie zum Beispiel erhöhte Erfahrungspunkte gewährt. Die angesprochenen Rewards bekommt ihr für jeden Tag einloggen mit euren Charakteren. Jeder Charakter bekommt seine eigenen Rewards, unter anderem könnt ihr in der ersten Woche den Hund und das Pferd bekommen. Und was darf natürlich auch in EOS nicht fehlen? Natürlich die Instanzen. In Echo of Soul gibt es die Solo-Instanzen, die ihr alleine bestreitet, sowie die Gruppeninstanzen, in die ihr mit vier weiteren Personen reingeht. Die Instanzen sind natürlich nochmal eine andere Herausforderung als die normalen Quest-Mobs und hier müsst ihr wirklich zeigen, was ihr drauf habt. Die Besonderheit: Ihr habt sowohl in den Solo-Instanzen als auch in den Gruppeninstanzen einen Timer unten laufen, wo ihr eure persönliche Bestzeit oder sogar die Server-Bestzeit unterbieten könnt. Momentan noch nicht integriert, aber für die Zukunft geplant sind 10 Mann und 20 Mann Raid-Instanzen. Bleibt nur noch das Fazit zum Schluss. Ich muss sagen, dass Echo of Soul wirklich ein sehr gut gelungenes Spiel ist mit einem fairen Free-to-Play-Modell und ich bin sehr gespannt, was uns in der Zukunft hier noch so erwarten wird. Und damit verabschiede ich mich dann auch von euch mit ein paar abschließenden Bildern. Wir sehen uns in Echo of Soul.